Kamera 2 läuft. Ich grüße euch, ihr Lieben. Schon wieder ist ein Jahr rum. Ein ganzes Jahr. Jahr 23 ist gerade rum. Kapokalypse gibt es jetzt ab eigentlich seit heute. Wir haben heute den 15. Am 19. vor 3 Jahren wurde Kapokalypse gegründet und wir stehen immer noch hier. Cool, oder? Ich find's geil. Und ich möchte mich eigentlich mit diesem Video bei euch da draußen bedanken, bei der ganzen Community, bei euch. Ohne euch da draußen würde es Kapokalypse gar nicht geben, oder? Ist schon relativ für mich auch so ein bisschen melancholisch, hier auch wieder in diesem Studio zu stehen, wo irgendwo fast alles begonnen hat. Ich möchte euch in diesem Video ein bisschen was drüber erzählen. Ach, ich will gar nicht zu viel schwafeln. Es geht sofort los. Ich möchte mich also wirklich bei euch da draußen bedanken. Ihr seid wirklich die beste Community. Wir haben so viel erreicht mit euch da draußen. Wir hatten eigentlich auch dieses Jahr im Kapokalypse-Jahr 23 viel, viel mehr vorgehabt. Aber die Zeit hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gesundheitliche Probleme gewesen, private Probleme, wo es immer wieder Sachen gab, wo Projekte zurückschrauben sollten und mussten auch, ne? Aber wir haben für kommende Jahr wieder einen Workshop geplant, der feststeht. Einen Community Day, den wir dieses Jahr ausgelassen hatten. So viele haben nach einem Community Day gefragt. Den werden wir nächstes Jahr im Jahr 24 definitiv wieder machen. Termin steht leider noch nicht fest, aber Termin für den Workshop steht schon fest. Der steht definitiv fest und zwar ist er am 1.6.24. Ich blende es unten nochmal genau rein, wo er stattfindet. Und da seid ihr wirklich alle herzlich eingeladen. Wir haben diesmal ein richtig geiles, großes Gewässer, eine geile Location, auch wieder im gelobten Sachsenland. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Also wir werden definitiv auf der Carp Expo am 24. und 25. in Magdeburg vertreten sein, weil das ist für uns Heimspiel. Da heißt es Carpocalypse-Time pur und ich hoffe, ihr kommt alle vorbei zu uns am Stand, weil das wird echt eine richtig, richtig fette Nummer werden. Da freue ich mich persönlich schon total drauf. Denn Bosch werden wir nicht dort sein. Viele werden jetzt fragen, bevor ihr unten reinschreibt, nein, wir sind nicht in Den Bosch. Es kamen jetzt noch mal ein paar Probleme dazwischen bei uns, wo ich für mich gesagt habe, nein, ich bin nicht in Den Bosch, weil nächstes Jahr so viele andere Termine anstehen. Wie gesagt, die Carp Expo Magdeburg steht an. Denn sind wir noch mal im März? Nee, das sage ich jetzt noch nicht. Das kommt demnächst. Lasst euch überraschen, was im März kommt und wo wir sind. Das, ich will noch nicht spoilern. Dann haben wir unser Community Day, den werden wir dieses Jahr, ich denke mal, im August machen. Genaue Datum gebe ich nochmal bekannt. Wir haben unseren Workshop am 1.6. und wir hatten echt ein cooles Jahr gehabt und danke euch. Und ich will jetzt euch danken mit einem richtig coolen Gewinnspiel. Ich habe ja tolle Sachen neben mir liegen. Ach, ich will jetzt gar nicht groß weiter schwafeln. Ich hole die Dinger einfach mal rüber. Mit was fangen wir an? Woo! Mit einem coolen Bucket vom PVA Hydrospool. Das Ding ist wirklich vollgepackt mit tollen Sachen. Ich mache einfach mal kurz auf. Was haben wir drin? Wir haben einen, passend zur Jahreszeit, ein richtig cooles Fast Melt. PVA in 32 mm. Fische ich fast nur. Eigentlich, ich fische das ganze Jahr durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Fast Melt geht immer. Ich lege viel Wert darauf, dass es sich schnell löst. Ihr habt hier ein Fastmelt drin. Ihr habt eine Box drin, wo ihr eure Sticks reinmachen könnt, wo ihr euer Stickmix reinmachen könnt. Ihr habt ein Handtuch drin, immer für trockene Hände, gerade beim PVA machen. Ihr habt eine große Spule drin mit 25 Meter zum Nachfüllen. Ihr habt ein 32er PVA drin, inklusive 25er PVA. Cooles Ding. Ihr habt zwei, einmal ein String drin, einmal ein Tape drin, cool. Und nochmal PVA-Bags, cool. Das alles in diesen Eimer. Ich schmeiße ihn einfach mal wieder wild zusammen, packe ihn zur Seite. Weiter geht's, das nächste ist, nö, das nehme ich noch nicht. Unser Biscuit geht immer und den solltet ihr dabei haben. Also, eine schöne Tüte Biscuit gibt's mit dazu. Eine schöne Tüte Stickmix, Mr. Schwampy gibt es auch oben drauf. Was haben wir noch? Ja, oh, ich ziehe mal ein bisschen rüber hier. Was haben wir hier noch zu stehen? Cool. Ein paar schöne Pop-Ups.
Mr. Schwempi in Gelb, Yellow. Meine absolute Lieblingsfarbe und mein absoluter Lieblings-Pop-Up in diesem Jahr gewesen. Also das Jahr ist zu Ende, also gibt es auch mein Lieblings-Pop-Up. Unser Wefter, der hat uns so viel Bauchschmerzen bereitet die letzten Jahre und der ist endlich marktreif geworden. Auch den gibt es dazu. Also Octo Peppo Eis Wefter. Cool, oder? Gibt es auch noch mit dazu. Zack, Liquid. Mr. Schwempi, bam, den packe ich auch noch mit rein, ja. Und auch nochmal von unserer guten Firma Fishstone, der Carsten Jaskolwerk, gegrüßt seist du, mein Lieber. Echt ein cooles System. Wir packen jetzt nochmal das Loop-System, auch nochmal komplett als Starter-System, auch nochmal mit rein. Hört sich hier an wie bei QVC oder bei HOT oder ähnliches, ja. Aber das soll es nicht sein. Und nochmal eine richtig geile Carpocalypse-Ködernadel. In einem limitierten Design, im Oldschool Carpocalypse Logo, könnt ihr es sehen? Ah, ziemlich geil, ne? Die bekommt ihr auch noch mit dazu, ja? Also dieses fette Gewinnspiel gibt es für euch da draußen. Damit will ich mich und wollen wir uns von Carpocalypse bei euch da draußen bedanken. Gewinnspielteilnahme, ganz, ganz simpel, ganz einfach. Ihr müsst den Kanal Carpocalypse abonnieren, ihr müsst dieses Video kommentieren und ihr seid automatisch mit dabei. Bekannt geben werde ich das Ganze am 29. Dezember. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, es ist noch ein bisschen Luft. Es ist also ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für euch da draußen. Am 29. Dezember werde ich das Ganze bekannt geben auf Zufallswiedergabe, wer denn gewonnen hat, auf Instagram und natürlich auch hier bei YouTube werde ich dich persönlich anschreiben. Und ich wollte mich eigentlich mit diesem Video bedanken. Ihr seid wirklich die beste Community. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr, im Jahr 24, auf den kommenden Messen sehen. Oder komm du einfach bei unserem Workshop vorbei. Und auch wir von Carpocalypse suchen noch ein Teammitglied, weil wir wollen unser Team noch erweitern. Wir haben auch einen Aufruf bei uns auf unserer Website, wo wir Teammitglieder suchen und so weiter. Aber ich habe es jetzt momentan eigentlich bevorzugt, dass ich den Menschen gerne persönlich erstmal kurz kennenlernen möchte und so weiter und so fort. Also sprich uns bitte auf der Carp Expo in Magdeburg an, komm zu uns direkt. Also sprich uns an und das ist dann automatisch auch dein Bewerbungsbrief, Bewerbungsschreiben. So lernen wir uns kurz kennen und wir suchen definitiv noch mindestens ein bis zwei Teamangler. Kommt drauf an, was so entgegenkommt auf der Carp Expo. Also sprecht uns bitte an auf direkt Teamangler von Carpocalypse und wir können kurz schnacken, ob wir alle zusammenfinden. Ich denke mal, ein persönliches Kennenlernen ist immer besser als alles andere und ein Schriftweg und so weiter. Ja. In dem Sinne, auf ein gutes, willkommenes Angeljahr 24. Wir verabschieden jetzt das Jahr 23. Wir danken jetzt mit diesem Video ab. Wir danken noch nicht komplett ab. Wir kommen wieder im Jahr 24 in dem Sinne. Bis zum nächsten Jahr. Bis im Jahr 24. Ciao, Olli von Carpocalypse. Ich bin immer noch da. Jetzt bin ich weg. Bis nächstes Jahr.